Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Episode World C Run auf dem play.epicube.eu Server. Es freut mich Schlucht sehr, dass du eingeschaltet hast. Es ist echt ein Träumchen. Wir haben heute Folgendes vor. Wieder mal keine Full-Leder-Challenge, weil die Map einfach nicht dafür gut genug ist und die Runde hier extrem voll ist, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Deswegen machen wir anderen coolen Stuff. Was genau erfahrt ihr gleich nach dem Intro, Leute. So, wir haben in der ersten Höhle gefunden, wo wir schon mal ein bisschen was abgrasen können. Also, für mich persönlich ist es immer besonders wichtig, dass du im Optimalfall in die erste kleine Schlucht, wenn du da ein bisschen Gold siehst, reingehst. In Schluchten kommt man gut rein, gut wieder raus. Deswegen gehe ich super gerne in irgendwelchen Schluchten rein. Ansonsten, wenn man aber hier keine Diamanten sieht, ist es auch immer so ein bisschen doof. Hab ja diesen Diamanten halt von oben gesehen. Aber wenn du halt keine... Warte mal, höre ich da Nether oder ist es einfach nur Feuer? Aber unser Holz ist nicht in Flammen. Hier ist irgendwo Nether, Leute. Ich schwör's dir. Irgendwo hier ist Nether. Wir machen uns dafür schon mal eine Spitzhacke und könnten uns einen Helm machen oder so. Also, auch natürlich eine Schlucht macht immer Sinn. Vielleicht kann man da irgendwas Niedriges hören. Macht auch immer Sinn. Aber gerade war ein bisschen glücklich auf jeden Fall. Also hier, genau da ist der Nether. What the fuck, okay. Da können wir jetzt... Ich zeige euch nochmal, wie man eine Anfangsrouten-Neta-Sache ohne Rüstung übersteht. Zum Beispiel, indem man genau hier ran spawnt mit ein paar Level. Super. Dann können wir hier Wasser placen, damit ein Strahl nach unten läuft und schon mal unten das Wasser so ein bisschen ausbreitet und die Lava weggeht dadurch. Und dann können wir versuchen, hier so ganz langsam vielleicht nach unten uns zu begeben in Richtung zweite Truhe. Ja, ist ein bisschen knappikowskier als eben, aber wir werden es irgendwie hinbekommen. Laufen hier mal so rum, alles super. Oh nein, Skelett, gehst du bitte weg. Oh, warum musst du da sein? Geh weg. Oh, mach mal kurz zu. Alles klar. Ist auch ein paar Bottles drin. Wir brauchen halt jetzt dummerweise irgendwie, oh, irgendwie Dingens, noch drei Lohnstäbe. Keine Ahnung wie. Aua. So nicht, so nicht, so nicht, so nicht. Und hoch da erstmal wieder. Also heute mal ein bisschen, oh Gott, hier, oh Mann. Heute mal ein bisschen mehr Getorke über die Runde, ein bisschen Tipps und Tricks weitergeben. So, wir machen hier kurz zu. Mein Wasser ist da noch. Was ist da? Oh Gott, nein, kannst du bitte, super. Weiterbauen, weitergehen, weitergehen, nach hier gehen. Oh Gott, hallo Skelett! Was ist das für eine Runde, ey? Ohne Witz, das ist Kacke. Hier sind zwei davon. Können wir beide töten? Nee, bekommen wir... Oh Gott, wir müssen kurz mal einen Apfel nehmen. Also, hätte besser laufen können. Ist ein bisschen doof gelaufen. Da ist noch ein Creeper irgendwo. Alles klar. Wunderbar, explodiert. Hätte ein bisschen besser laufen können. Wir hätten auch einen Helm machen können. Aber ich wollte es mal euch mal wieder so zeigen, wie ich es ganz gerne mache. Und zwar ohne Rüstung. Man kann es halt schon schaffen. Wir haben einen Apfel jetzt gewastet. Aber das kann man auch mal in Kauf nehmen, meiner Meinung nach. So, haben wir jetzt drei. Müssten wir an sich haben. Ich nehme trotzdem noch mal kurz den hier mit. Einer von denen in... Oh Gott, zwei... Oh Gott. Wir gehen erstmal raus, Leute. Oh Gott, das ist auch noch was. Na, dann müssen wir nach oben gehen. Ich meine, wir hätten schon drei, aber ich will trotzdem noch mal euch zeigen hier, wie man es macht. So, und jetzt weg. Jetzt haben wir mindestens drei. Wahrscheinlich sogar vier, oder? Ja. War ja klar, aber egal. Wir hätten auch schon vorher rausgehen können. Hab mir schon gedacht, dass wir das für drei haben werden, aber okay. Wir haben jetzt zwei Äpfel gewastet, müssen noch einen nehmen, um wieder auf volle Dingens zu kommen. Das ist ein Preis, den man zahlen kann. Den muss man nicht zahlen, aber man kann ihn zahlen. Genauso wie beim Einkaufen. Du musst nicht bezahlen, wäre aber gut, wenn du es tust. So, okay, Leute, wir machen jetzt gleich weiter mit coolen Stuff. Und zwar suchen wir uns eine coole Höhle. Okay, hier haben wir eine coole Höhle gefunden. Und warum musst du immer lachen, wenn du so dumme Übergänge machst? Das bringt mich immer selber zum Lachen irgendwie. Keine Ahnung warum, es ist unfassbar. Ja, also aktuell habe ich die Kommentare gelesen von der Folge mit dem Hunde-Thumbnail, ja. Taktik-Deathmatch, irgendwie sowas hieß es, glaube ich. Also das heißt, alle Kommentare danach habe ich noch nicht gelesen. Werde ich bald machen, Leute. Gar keine Frage. Werde ich tun. So, wir haben jetzt folgenden Vorteil aktuell. Und zwar eigentlich keinen großen. Wir haben es geschafft, ein bisschen Äpfel zu bekommen. Wir haben alles an Rüstung. Wir haben drei Schwerter. Wir haben sogar auch
Schuhe schon. Ich mache immer ganz gerne immer so, ich bin da so ein bisschen perfektionistisch, irgendwie so eine kleine Kuhle zu machen, wo ich coole Bücherregale aufstellen kann. Hier machen wir die Dinger hin. Wir haben dummerweise noch keinen Redstone, aber auch dafür gibt es einen einfachen Trick, Leute, den ich euch gleich mal näher bringen werde. So, wir machen erstmal, ich weiß, wir würden auf die Schuhe Wasserläufer bekommen, aber will ich gerade nicht haben. Okay, nehme ich trotzdem doch sehr gerne mit Haltbarkeit drauf. Super, okay. Dann hier nochmal Schärfe auf dem zweiten Slot. Auch super, mega geil. Und dann können wir die andere Rüstung nochmal nehmen, können auf die Schuhe nochmal gehen, haben nichts Geiles bekommen, auf den Helm bekommen wir nichts Geiles, auf die Hose bekommen wir nichts Geiles, auf den Harnisch bekommen wir Dornen, aber naja, wir haben nur noch einen Harnisch übrig. Ist ein bisschen risky, da jetzt vielleicht zu hoffen, dass wir Schutz auf die Dornen drauf bekommen. Deswegen nehmen wir ein Buch mit Schutz 1 und könnten dann auf ein Rüstungsteil Schutz 1 machen in der Not. Und hier hätten wir nochmal Schärfe 2, aber... Hier hätten wir Schutz 2, okay, hier hätten wir nichts Dolles, hier hätten wir nochmal Schutz, hier hätten wir... Ja, wir können dann die Hose nehmen eventuell. Bevor wir die Schuhe nehmen, nehmen wir erstmal die Hose, um vielleicht noch Wasserläufer zu bekommen auf die Hose. So, jetzt brauchen wir Redstone, heißt, wir machen es folgendermaßen, und zwar, sind wir hier auf Höhe 22. Wir gehen jetzt mal hier nach unten auf Höhe 11, circa 11 bis 12. Und dann musst du halt ein bisschen Strip Mine, ist in Ordnung, kann man halt machen. Und dann solltest du relativ schnell auf, vor allem auf der Höhe Redstone finden. Ist jetzt kein ultra geheimer Zip, den man unbedingt anwenden muss, weil das so OP ist. Aber das ist vielleicht ein Trick oder ein Zip, den man vielleicht so ein bisschen vergisst. Weil man vielleicht dann eher so in der Höhle nochmal danach sucht, weil man denkt, oh, Zedron, hier ist eh überall alles. Aber so ist dem halt nicht. Du hast halt hier nicht überall alles, sondern hast ab und an auch mal gar nichts. Deswegen ganz gerne immer so ein bisschen hier schauen, dass du da so klarkommst. Und dann wird das schon irgendwie... Ja, also wir gehen hier ein bisschen weiter, Leute, und werden hieraus dann mal tolle Sachen schöpfen. Aber aktuell haben wir nichts Tolles gefunden an Redstone. Vielleicht ein paar, genau, vielleicht ein paar Dias, wollte ich gerade sagen. Hier hätten wir 8 Stück, da könnten wir auch jetzt unseren Dornharnisch machen, könnten nochmal einen neuen Harnisch machen. Wir haben noch mehr Gold gefunden, ist auch nicht scheiße, also hat sich gelohnt jetzt schon einmal. Wir haben noch 3 Minuten Zeit, also wir haben noch extrem viel Zeit, wir können noch ein bisschen verplempern. Jetzt machen wir hier diesen Reingeh-Taktik-Trick auf die Seiten, aber immer an jedem dritten Block. Ich habe gerade außer also an jedem zweiten nur gemacht, glaube ich. An jedem dritten Block, weil die Sache ist halt die, rechts von dir siehst du ja dann, was da ist und links von dir auch. Und wenn du nur am zweiten machst, dann würdest du rechts schon wieder sehen, was du eigentlich schon links gesehen hast. Deswegen immer an jedem dritten. Habt ihr das verstanden ungefähr? Ich glaube schon. Ja, wir haben Redstone gefunden, gehen nach oben, machen jetzt unsere Tränke fertig. Wir hätten auch nur 3 Minuten Tränke nehmen können, aber ganz ehrlich, wir haben die Zeit, wir haben den Flow, wir haben den Skill, wir machen das genau so. Hier keine Verbrennung leider, hier kein Schutz, da Schutz 2, nehmen wir sehr gerne dann mit. Brauchen aber ein paar Level dafür, haben wir aber schon parat, stimmt. Alles doof, wir müssen unser Buch verschwenden oder aber wir machen uns kurz Steinschwerter, können wir auch machen. Dann verzaubern wir darauf mal eben einfach läppisch auf das erste Verzauberung, schmeißen es eben kurz weg und dann haben wir hoffentlich hier nochmal neuen Stuff, den wir nehmen können. Könntest du mal neue Äpfel machen. Wir machen, genau, 2 Stück, passt perfekt, super. Haben sogar noch einmal Schutz 1 hier am Start. Nehmen die Tränke mal kurz raus, falls es eng werden würde oder aber ein Typ ankommt, der vielleicht unsere Sachen stealen will. Ja, Schutz 2 nehmen wir jetzt gerne mit, 11 Level. Ja, nehmen wir jetzt mit, glaube ich, Leute. Mein Nacken ist so mega weh heute, deswegen, aber bin ich so ein bisschen... wie so ein bisschen Dingens, ach Quatsch, 11 Level. Oh, geil, mit Federfall 2 auch noch. Und hier auch noch Schutz, super, aber Schwert ohne Verbrennung. Ne, dann machen wir folgendes, machen hier rauf, super, haben Full Pro 2, schon mal wichtig, wieder mal keine Verbrennung, auf dem Buch Schärfe 2. Ja, wir könnten auch auf Prot 4, auf Schärfe 4 gehen, ne, wäre auch vielleicht nicht scheiße, machen wir das nochmal so rum. Natürlich bekommen wir jetzt auf all drei Verzauberungen nur Bann. Ja. Ja, alles klar. Also das ist halt echt richtig, richtig scheiße. Okay. Ja, natürlich bekommen wir jetzt nichts mehr. Wir machen uns mal 2 Schwerter, Leute. So. Sicher ist sicher, aber es ist wieder mal so typisch gerade. So, weg damit. Bekommen wir jetzt Schärfe 2? Ja, bekommen wir auf 11 Level. 7, 8, 9, 10, 11. Machen das Ganze so. Oh, das wollte ich eigentlich nicht machen. 11 Level, super, haben wir verzaubert. Perfekt. Können zusammen craften hier vorne. Und zwar zuerst die Schülleins.
10 Level, okay. So rum. Mit Wasserläufer, Schutz, Federfall, allem drum und dran. Mega geile Sache. Die reden da so ein bisschen Spanisch oder so. Oder Italienisch ist nicht Spanisch wahrscheinlich, oder Portugiesisch oder so. Super. Und nochmal ein bisschen Level zusammenfarmen. Und dann haben wir jetzt hoffentlich, wunderbar. Sharp 4, Knockback 1. So ist es perfekt, Leute. Unser Amboss geht rechtzeitig kaputt. Ist in Ordnung. Wir brauchen, glaube ich, keine weiteren Sachen mehr zusammencraften. Außer aber jemand hat irgendwie nochmal Prot 3 oder Prot 2. Und wir haben aber nur 5 Level. Da können wir vielleicht eine Sache zusammen verzaubern. Obwohl dann beide angebrochen sind, eher nicht so. So, ein paar Sekündchen noch. Hat gut gereicht von der Zeit her, Leute. Wir müssen gleich einen Apfel reinpfeifen. Und zwar genau jetzt kommt das Dingens rein. Kommt der Apfel rein. Und kommen die Tränke rein. Und dann haben wir ein Deathmatch hier ohne Wasser in der Mitte. Aber wir haben trotzdem Wasserläufer bekommen. Ist okay. Kann man halt nehmen für Wasserbucket Placement. Aber die Frage bekommen, warum ich keine Lava-Eimer benutze. Mache ich ungern. Ich bin kein Lava-Spieler. Weil, weiß ich nicht. Ich brauche das halt nicht. Ich laber schon genug, da brauche ich nur keine Lava. Nee, also keine Ahnung. Bin ich eher nicht so der Typ für. Deswegen mache ich es eher so ein bisschen. Da ist ein Typ, den können wir hoffentlich. Ja. Ich verstehe nicht, wie man ohne Rüstung so da stehen kann. Also, auch die Runde wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig werden. Außer wir haben halt einen richtig starken Gegner noch hier dabei oder so. Es wäre halt mega, mega gut. Es würde mich mega, mega freuen. Aber ich glaube, die Runde wird auch eher ein bisschen langweilig. Deswegen, sorry, habe ich mal ein paar Tipps und Tricks heute verbreitet für euch vielleicht nicht ganz so guten Spielern. Hallo Schneemann? Was machst du denn hier? Okay. Aber ich würde ganz gerne versuchen, in der nächsten Folge auf jeden Fall morgen wieder eine Challenge zu bringen. Da ist ein Typ. Wir werden uns einfach mal runterfallen lassen. Auch ohne Dingens, auch ohne Wasser und so. Der leckt ein bisschen rum. Alles klar. Super. Komm schon, super. Oh, guck mal. Da kommt ja nochmal einer. Okay, da kommt. Das ist aber jetzt Zufall, dass die beiden da wirklich unter mir kommen und. Ja, okay. LOL! Okay. Ja, sorry. Das war jetzt gerade ein bisschen doof, weil die Sache ist halt die, dass das alles ein bisschen komisch war. Naja, war halt ein bisschen doof, weil naja, du hast ja das Problem gehabt, dass du dass die runter kam. Ich habe gerade ein bisschen Gedächtnis verloren. Die kamen runter und dann, was soll ich da machen? Kann ich vielleicht wegbleiben oder so? Muss ich einfach drauf gehen. Habe ich gemacht, habe ich gewonnen. Ey, voll geile Runde. Daumen nach oben würde mich sehr freuen. Lass einen Kommentar da. Schreibt mir Fragen. Bis zum nächsten Mal da rein. Macht's gut. Tschüssi, Kopfschmied.